Herzlichen Dank. Es freut mich sehr, hier heute mit Ihnen zu sein und ein paar Worte zu diesem wichtigen Thema zu sagen. Das Parlament wird in genau 7 Monaten neu gewählt, am 20. Oktober. Heute ist der 20. März. Und wir fragen uns alle, was ist die Rolle, welche die digitale Tools, Social Media und so weiter dabei spielen werden. Ich weiß es nicht, aber was ich weiß, ist, was die Forschung sagt zu ein paar wichtigen Fragen, die uns doch alle beschäftigen, auch in der Schweiz. Zum Beispiel Fake News. Was ist das mit Fake News? Sollen wir uns Sorgen machen über Fake News in der Schweiz? Wie viele Menschen lesen und teilen Fake News? Wer sind überhaupt diese Menschen? Sind sie unter uns heute Abend? Das weiß ich nicht, das kann ich auch nicht beantworten, aber mit 70 Leuten, rein statistisch, ein paar wird es schon geben. Auf welchen Plattformen werden Fake News gestreut und kann man Wahlentscheide mit digitaler Werbung beeinflussen? Dafür gibt es eine Expertin, die nach mir spricht und sie wird uns alles erzählen, was möglich ist. Aber auch die Forschung hat ein paar Sachen dazu zu sagen, inwieweit politische Werbung online und offline eigentlich politische Entscheide ändern kann. Erste Aussage der Forschung: Fake News sind kein Massenphänomen. Es gibt einige Studien, meistens aus den USA leider, aber ich denke, man kann durchaus etwas lernen zur Schweiz auf Basis von diesen Studien, USA als Obergrenze vielleicht. Und in den USA waren Fake News und sind Fake News kein Massenphänomen. Während der Präsidentschaftswahlen 2016 wurden im Durchschnitt 1,14 Fake News gelesen. Ist das viel oder nicht? Also super groß ist das nicht, ein bisschen mehr als eine Fake News. Das ist nicht sehr beeindruckend, eine Fake News im Durchschnitt. Andere Studie hat gefunden, dass die Nutzer, die Fake News teilen, sind wirklich ganz wenige. Die Studie ist eine andere Studie mit Twitter-Daten und die hat gezeigt, dass 80% der Fake News wurden von 0,1 der Nutzer geteilt. Also ganz wenige Leute teilen die meisten Fake News. Das ist kein Massenphänomen. Präsidentschaftswahlen 2016, Facebook, über 90% der Nutzer haben keine Fake News geteilt. Und wer sind diese Leute? Also kein Massenphänomen, aber einige Leute gibt es, die Fake News teilen. Und man kann die Resultate so zusammenfassen: Den Kindern geht es gut. Oder man müsste es vielleicht qualifizieren: Den linken Kindern geht es gut. Weshalb? Man hat festgestellt, mit sehr guten Daten, dass es mehrheitlich die Senioren sind, die viele Fake News teilen. Menschen über 65 teilten 7-fach mehr Fake News als 18- bis 25-Jährige auf Facebook. Und es sind gute Daten, nicht self-reported, wo die Leute erzählen, ja, das habe ich gemacht oder nicht. Man hat wirklich monitoriert, was die Leute tun. Also es sind mehr eher ältere Menschen, die Fake News teilen. Und zusätzlich, über 60% der Fake News wurden von sehr konservativ orientierten Menschen gelesen und auch geteilt. Die meisten Fake News auf Facebook wurden 2016 von konservativ bis sehr konservativ Menschen geteilt, geshared. Dazu kommt noch, das ist eine andere Studie mit Twitter-Daten, unabhängige Studie, andere Daten, aber immer noch im Rahmen der 2006 Präsidentschaftswahlen, die findet ähnliche Resultate und auch, dass eine Variable, die gut vorhersagt, ob jemand viele Fake News teilt, ist, wie viele politische News konsumiert werden. Also jemand, der ganz, ganz viele News liest, über 65 und sehr konservativ, das ist das Prototyp von jemandem, der sehr Fake News geteilt hat in den USA 2006. Eine andere Studie hat sich die Halbzeitwahlen in den USA angeschaut, das heißt, das sind Daten von vor wenigen Monaten, Herbst 2018, und das war immer noch so, dass die meisten Fake News von sehr konservativen Menschen geteilt wurden und von Trump-Anhängern. Also diese Skala ist immer 1 bis 10 und man sieht immer einen Peak bei 10. Das heißt, das sind Leute, die sich als auf 10 von 10 einteilen, links bis rechts. Und das sind die Leute, die die meisten Fake News teilen. Fake News waren früher wirklich ein Facebook-Problem.
Aber das ist nicht mehr der Fall. Heute werden Fake News nicht mehr überwiegend über Facebook gestreut. Das sieht man hier unten links. Im Herbst 2018, Google und Facebook waren ungefähr gleich verteilt da unter den Plattformen, die Fake News streuen. Das war früher im Herbst 2016 nicht der Fall. Damals während der Präsidentschaftswahlen 2016 in den USA war es tatsächlich so, dass ganz viele Fake News von Facebook über Facebook gestreut wurden. Vierter Punkt, die Wirksamkeit der politischen Werbung und auch der digitalen politischen Werbung ist eigentlich fraglich. Wenn ich fragen würde, was denken Sie, wie viele Menschen 2016 während der Präsidentschaftswahl in den USA politische Werbung gesehen haben auf Facebook? Ich hätte gedacht, das sind ganz viele Leute, das ist eine Mehrheit der Leute. Ich hätte fast gedacht, 80-90% hat mal eine politische Werbung gesehen. Eigentlich 40% hat gar keine politische Werbung gesehen auf Facebook. Und dazu kommen noch weitere 13%, die ganz wenig Werbung gesehen haben. Also auch die politische Werbung auf Facebook war kein Massenphänomen. Macht es etwas aus, wenn man Botschaften sieht für den anderen oder der eine oder den anderen Kandidat? Schwer zu sagen, aber es gibt viel Forschung zum Einfluss der politischen Werbung auf Wahlentscheide in den USA. Und es gibt eine neue Metastudie, das heißt eine Analyse, die sich ganz viele Studien angeschaut hat, über 49 Feldexperimenten, das heißt, wo man wirklich manipuliert hat, wer was sieht und so weiter. Und von allen diesen 49 Studien, keine hat signifikante Effekte gefunden von Werbung, politische Werbung auf Wahlentscheide. Darunter gibt es auch einige, die sich die Online-politische Werbung angeschaut haben. Es ist nur ein Teil der Effekte der politischen Werbung auf ganz konkrete Wahlentscheide, stimme ich für Clinton oder für Trump, aber immerhin, das ist ziemlich interessant als Referenzpunkt für andere Mittel, die heute uns zur Verfügung stehen. Das sind alle Studien zu den USA. Zur Schweiz wissen wir nicht sehr viel und darum haben wir ein Digital Democracy Lab aufgebaut mit dem Ziel, diese Gegenstände auch in der Schweiz erforschen zu können. Wir haben im Januar begonnen. Das heißt, ganz viele Resultate haben wir noch nicht, aber ich möchte ganz kurz ein paar kurze Resultate, die wir doch gemacht haben, zur Selbstbestimmungsinitiative auf Twitter. Wir haben da über 750.000 Tweets ausgewertet. Das hat eigentlich Claude Hermont gemacht, der irgendwo hier sitzt. Und was wir festgestellt haben, ist, dass die Selbstbestimmungsinitiative doch die politische Debatte auf Twitter nicht dominiert, aber gut besetzt hat. Im letzten Monat vor der Abstimmung waren über die Hälfte der Tweets, die politisch waren, zur Selbstbestimmungsinitiative. Aber sehr ungleich verteilt. Also die Gegner waren viel aktiver als die Befürworter. Da ganz oben ist Claudio Zanetti bei den Gegnern, er hat ganz viel getwittert, aber relativ wenig zur Selbstbestimmungsinitiative. Und das ist ähnlich auch bei den Befürwortern. Balthasar Glättli ist auf dem dritten Platz mit Anzahl Tweets, aber nur ein kleiner Teil davon war zur Selbstbestimmungsinitiative. Zudem, was wir sehr spannend finden, ist, dass die Debatte auf Twitter sehr stark geprägt wurde von Legacy-Medien. Das heißt, wir finden deutliche Spitzen bei den Tweets zur Selbstbestimmungsinitiative an den Zeitpunkten, wo die SRF-Arena eine Sendung zum Thema gemacht hat. Das heißt, es scheint, dass die Debatte auf Twitter hier reagiert hat darauf, was die alten Medien gemacht haben. Ich möchte schnell zum Schluss kommen, weil wir haben alle Hunger und wir haben noch einen zweiten Referat. Erstes Fazit, die Forschung zu Fake News in den USA relativiert deren Bedeutung. Das heißt, ich denke, man kann zum Schluss kommen, in der Schweiz ist es wahrscheinlich weniger schlimm als in den USA. Und wenn es in den USA
dass es kein Massenphänomen ist, das hilft uns als Orientierung, um die Situation in der Schweiz einzuschätzen. Zweitens, die Effekte der politischen Werbung auf Wahlentscheide halten sich in Grenzen, tendenziell. Es ist nicht so einfach, die politische Entscheide der Menschen zu ändern. Das ist nicht den einzigen Einfluss der politischen Werbung, aber einen wichtigen. Und da findet man eher keine Effekte, unter anderem auch im digitalen Bereich, wobei dort braucht man sicher noch mehr Forschung. Wir werden jetzt bald hören, was die neuen Möglichkeiten in diesem Bereich sind. Und drittens, wir möchten wirklich mehr wissen zur Schweiz, weil diese Studien sind sehr spannend, aber die beziehen sich auf amerikanischen Daten. Und wir sind am Arbeiten mit dem Digital Democracy Lab und ganz konkret möchten wir ab dem Sommer einen Wahlkampfmonitor publizieren, einmal pro Woche den Wahlkampf online, den digitalen Wahlkampf monitorieren. Das kommt dann im Sommer. Vielen Dank.